Willkommen auf der, auf dem Hydrokulturdeck. Auf dem Hydrodeck. Nur Zutritt für Pflanzen. Hast du gelesen? Und mir geht's immer noch scheiße. Die kann ich doch bestimmt auch hier mit irgendwie, ne? Oh ja! Oh mein Gott. Der kniet noch. Oh, ein Medipack. Komm, das nehmen wir gleich. Dann muss ich nicht mehr so hart schnauben. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, wo ist das? Oh, nee, nee. Raus hier. Komm. Das ist das Coole, dass man dick klein ausweichen kann. Und das ist noch relativ leicht. Das war zwar vorhin nicht so. Es war zwar vorhin nicht so, dass ich gut von den Kleinen hab abhauen könnte. Es waren auch zu viele. Ach, da ist ja sogar eine Anzeige. Wo was sind? Stockwerksmäßig. Oh, guck mal. Tomaten. Bewässerungsphase eingeleitet. Ah, okay. Ist ja klar, ne? Das haben die bestimmt immer so gemacht. Wenn man die Kiste zertritt, dann bewässert sich automatisch der Krams. Tomatoes! Der lebt noch! Der Holzmischel. Hey, schieß doch nicht! Wie schön, sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Ja, mir ist es so gut. Hammond, ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac, ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht, da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Die Drecksau. Und ich bin schon gespannt auf den Leviathan. Moment, bitte warten. So, jetzt. Ah, stopp! Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Okay, lass erst mal gucken hier, wie viel Munition ich noch habe und überhaupt, was wir so machen können. Energiekanone, Energielaserkanone. Ist die Laserkanone gut? Ich weiß nicht. Ich vertraue keiner Waffe mehr, nur noch meiner Startwaffe. Plasmaenergie, habe ich noch genug? Oh mein Gott, habe ich da viel. Das ist ja OP. Das heißt, da brauche ich auch nichts kaufen jetzt. Medipacks brauchen wir auch nicht. Als ob ich jemals sterben würde.
Gefahr für die Umwelt. Piu piu. Da geht's rein. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ich traue mir irgendwie auch nicht. Da ist doch immer irgendein Arschloch dabei, ne? Der den ganzen Kram für sich haben will. Oh, oh, oh. Dann lass mal da rein. Werkbank. Bank. Hatte ich einen Knoten aufgesammelt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ein. Zwei. Zwei sogar. Okay, dann kann ich jetzt hier jetzt auch Zeit Lebenspunkte aufbessern. Und die Luft könnte ich auch. In 20 Sekunden ist eine ganze Menge. Mache ich auch. Wir haben es ja. In 20 Sekunden hätten wir vorhin eben den Arsch gerettet. Ne, die ist verschlossen, die ist auch verschlossen, da ist nichts drin. Oder ist sie verschlossen? Ja. Medipack! Das soll wahrscheinlich irgendwie so ein Hindernis-Life sein, ne? Kam mir einem jetzt aber nicht so vor. Mit dem, boah, ich spritze hier den komischen Roman. Ich spritze den komischen Scheiß durch die Gegend. Ja, und das war jetzt auch nicht, fand ich, nicht so erschreckend. Was für mich viel erschreckender wäre, wär, wenn man die am Anfang zum Beispiel gar nicht gesehen hätte und mir so im Dunkeln tappt. Und irgendwann, vielleicht sogar in so einer hellen Szene, wäre einfach... Das sieht cool aus hier. Aber das ist nicht cool hier. Ich war weggeflogen von denen. Jetzt hätte ich es gerne noch probiert mit der Telekinese. Da ist er doch. Komm her, Arm. Ich glaube, ich habe auf die falsche Region gezielt. Ne? Scheiße, scheiße.
Stasepack? Gott, das war erst die eine Ecke. Gibt es da noch mehr von dem? Von der Kuh? Da drin, so wie sich das anhört. Vorsichtshalber nehmen wir mal unser Stase-Gedöns, unser Stase-Auflad. Mein Gott, der atmet durch den Rücken. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo der Scheiß herkommt und warum ich bis jetzt bei denen noch nie auf den Bauch gezielt habe. Wenn du so eins ist, dann ist es astrein mit dem Abschütteln. Oh, 1800 Credits. Was haben wir da? Zuführung. Nährstoffhass wird ersetzt. Okay, da muss ich wahrscheinlich hoch, ne? Den. Nee. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da muss ich hoch und den Scheiß reinkippen. Aber das sind noch mehr von den ich atme mal eben durch den Rücken-Typen. Da. Die Knarre war scheiße gegen die. Jetzt muss ich. Oh mein Gott. Jetzt muss ich doch da hoch, ne? Na klar. War meine Vermutung doch gar nicht so verkehrt.